So, vielleicht magst du die Farbe Rot lieber, Arturias. Wir werden das Ganze jetzt nochmal mit dem größeren Schwert versuchen. Ich habe es mittlerweile auf plus 3 aufgerüstet und jetzt sollte es eigentlich mit der zweihändigen Schockwelle relativ viel Schaden machen. Ich habe, als ich das letzte Video gesehen habe, gesehen, dass wir ihn mit der Schockwelle nur, ja, dass das im Grunde ein Streifschlag war. Und dass es wahrscheinlich viel mehr Schaden machen würde, wir aber nicht dazu gekommen sind. Und deswegen werden wir das jetzt probieren. Ich habe übrigens auch mein Graswappenschild aufgerüstet, sodass die Haltung jetzt etwas verbessert ist. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Doch. Das ist ja gar nicht so schlecht. Na komm schon. Artorias! Of the Abyss! Verdammt. Das Problem ist, dass ihn die Schockwelle nicht so wirklich trifft. Waffe in Gefahr, ich merke das schon. Na, schade eigentlich. Also die Idee ist nicht verkehrt. Problem ist dann die Umsetzung. Fucking hell, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Viel 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 zu langsam. Okay. Oh, gut, die Idee ist nicht schlecht gewesen. Aber ihn zu treffen mit der Schockwelle ist nicht einfach. Ich glaube, gegen große Gegner ist das gar nicht schlecht. Das dürfte gegen große Gegner wirklich gut sein, weil man die immer treffen kann mit der Schockwelle. Aber Artorias ist zu wendig. Zu gelenkig. Ich will nicht wissen, wie viele Kamasutra-Bücher der Typ gelesen hat. Gut. Dann bleiben wir bei unserer Hellebarde. Wenn wir die Hellebarde zweihändig nehmen, das war unnötig, und den starken Schlag machen, dürften wir auch annähernd so viel Schaden machen wie die Schockwelle. Also die hat insgesamt dann mit dem Schlag zusammen 690 Schaden gemacht. Das ist ziemlich gut. Aber mit etwas Anstrengung sollte ich die noch eigentlich auch mit der Hellebarde besiegen können. Das ist eigentlich meine bessere Waffe. Ich will ihn unbedingt besiegen. Wobei ich sagen muss, dass die letzte Folge eine meiner besten Folgen ever war, oder? So viel Scheiße. Ich mag das ja auch ein bisschen, wenn sowas passiert. Ich finde so ein Fail. Solche Fails gehören einfach auch in so ein Let's Play dazu. Die gehören da rein. Vor allem, wenn es so ein schweres Spiel wie Dark Souls ist. Was sind denn eure Erfahrungen mit Artorias für alle, die Dark Souls gespielt haben? Wie habt ihr den besiegt? Wahrscheinlich mit Magie. Oder ihr wart einfach wendiger. Das ist mein Problem. Ich bin nicht wendig. Ich kann nicht anständig ausweichen. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist so ein... Vielleicht so ein Sprung zurück. Vielleicht nützt das ja doch was, wenn er so angesprungen kommt, dass man so einmal zurück dasht und die dann eine vor die Wumme haut. Gut, wir können nichts weiter machen, als es zu probieren. Naja, es ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz so schlecht. So, die Phase müssen wir einfach nur überleben. Die Phase, in der er sich denkt, dass er ein verdammter Motherfucker sein will. Meinetwegen. Mein Freund, ich nehme den Kampf gerne auf. Ich habe dazu ja schon mal was gesagt. Ja, du kannst ruhig schreien, so viel du willst.
Könnte er das sein? Könnte das der Run sein, meine Freunde? Oh Gott. Er hat mich ge-one-hitted. Er hat mich fucking ge-one-hitted. Ich wollte aber auch eigentlich keine Rolle machen. Ich wollte nur zurückdashen, aber ich habe versehentlich den Stick noch bewegt. Fuck. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Was ich damit meine, ist der Schlag hier. Dieser ist das. Der raubt uns zwar fast die ganze Ausdauer, aber er hat beträchtlichen Schaden angerichtet. 500. Wir haben ihn damit zweimal getroffen. Und da war schon ordentlich Leben weg. Wenn wir diesen Schlag gut platzieren zum Ende hin, wenn er kaum noch Leben hat, und ihn so irgendwie noch aus dem Konzept bringen können, dann sollte der Sieg machbar sein. Er sollte machbar sein. Ich muss aber sagen, dass Artorias ein hervorragender Boss ist, der mich ordentlich fordert und der super gelungen ist. Und bisher ist es mein schwerster Feind. Ich glaube, außer bei den Glockengargoyles habe ich nicht so viele, bei keinem so viele Versuche gebraucht. Ich möchte anmerken, dass ich kein Pro bin und natürlich viele Fehler mache, aber ich versuche halt mein Bestes. Ich bewundere die Speedrunner, die das beim ersten Mal schaffen wahrscheinlich. Dark Souls hat ja offensichtlich eine große Speedrunner-Szene, wie mir Spinatpizza schon im Grunde gesagt hat. Und das finde ich beachtlich. Ich frage mich, wie schnell man das Spiel durchspielen kann. Ich werde wenn er diesen Schlag macht, werde ich nur noch blocken. Okay, das kommt diesmal schnell. Einfach weg, so weit wie möglich. Boah. Ich würde gerne öfter diesen Schrei von ihm auslösen, aber irgendwie kommt es nicht so wirklich dazu. Ah! Jetzt ladet doch mal, Freundchen! Nimm dein scheiß Schild! Geht doch! Fucking hell, man! Ich krieg's einfach nicht hin! Ich habe das Gefühl, es bringt auch nichts, wenn ich den jetzt weiter versuche. Irgendwie liegt mir der nicht. Und wenn ich was Leichteres anziehe, dann habe ich das Problem. Dass er viel mehr Schaden macht auf mich. Und wenn er mehr Schaden macht auf mich, dann nützt mir das Ganze auch nichts, weil ich so oder so getroffen werde. Ich habe den Skill nicht, um da dauernd ausweichen zu können. Ich habe ihn einfach nicht. Moment, eine Sache habe ich noch nicht probiert, ob seine Schläge blockbar sind. Das glaube ich nicht. Dafür würde ich nicht mal einen Versuch verschwenden wollen. Das war unnötig. Ich muss mal gerade was gucken. Belastung. 25. 25 kriege ich noch dazu. Okay. Wir haben jetzt Havels Großschild. Ich weiß nicht, ob das Ding sonderbar mehr nützt, ob es sonderlich mehr nützt. Wir probieren es einfach. Wir probieren, ob sich das auswirkt. Ich kann es nämlich tragen.
Und darum geht's mir gerade. Ich finde, ein Versuch ist sowas immer wert. Ich spiele jetzt schon wieder 10 Minuten an diesem Bastard Arturias. Ich habe zum Glück meine Vernunft wieder erlangt. Die habe ich beim letzten Video habe ich die verloren. Ganz eindeutig. Ja, dann versuch es jetzt mal. Okay. Okay, es blockt den ganzen Schaden. Das ist verdammt geil. Seine Standardattacken machen mir keinen Schaden mehr. Solange ich Ausdauer habe. Geil. Okay, Leute, es klappt. Es klappt. Das ist mega geil. Das ist wirklich mega geil. Es blockt wirklich die ganzen Schaden weg. Ja, jetzt macht er das nochmal. Wenn ich jetzt nicht dumm anstelle, dann kriege ich ihn. Fuck. Scheiße! Fuck! Ah! Ich hatte zu wenig. Ich habe daneben geschlagen und dann hatte ich zu wenig Ausdauer, um diesen Schlag jetzt wegblocken zu können. Aber es wirkt. Das ist super. Wir nehmen das Schild. Das ist das, was ich als schwerer Krieger eigentlich gebraucht habe. Das Graswappenschild kann ich eigentlich weglassen. Wenn das Schild hier wirklich so gut funktioniert und den ganzen Schaden abhält, solange ich Ausdauer habe. Moment, da fehlt doch irgendein Bonus, oder? Doch nicht. Ich schaffe es gerade. Doch, das Graswappenschild-Bonus fehlt. Das ist das Symbol, was mir hier fehlt, aber egal. Solange wir Ausdauer haben, sind wir safe. Und wir können auch schnell. Wir können auch schnell wechseln. Das war die beste Idee seit langem, Havels Großschild reinzunehmen. Das hätte ich längst tun sollen. Das dürfte der beste Tankschild sein im Spiel. Bisher, vermute ich. Havels Rüstung ist ja auch ziemlich fett. Was ist denn das jetzt? Verstärkt mich das noch zusätzlich? Moment, das will ich jetzt angucken. Das muss ich jetzt wissen. Großschild des legendären Havel des Felsens. Er wurde direkt aus einem riesigen Steinbock geschnitten. Dieser von Havels Magie durchtränkte Großschild bietet großen Schutz und ist unglaublich schwer. Ein wahrhaft göttliches Erbe von ebenso großer Bedeutung wie der Drachenzahn. Habe ich mich gerade zusätzlich gestärkt? Ich glaube, ich stärke mich damit noch zusätzlich. Wenn das so ist, Leute, dann... Wir probieren das mal, oder? Waffe zerbrochen. Welche Waffe? Welche... Na... Jetzt ist der Schild kaputt, oder was? Jetzt ist der Schild kaputt. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. So, zweiter Versuch mit Havels Großschild und diesmal wird es klappen. Eigentlich müsste diese Spezialfähigkeit, die wir angewendet haben, des Schilds unsere Verteidigung stärken. Allerdings war das jetzt aus den Werten her nicht ersichtlich. Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig. Bevor ich da mir das Schild noch zerdepper.
Schild ist der Wahnsinn. Schild ist wirklich der Wahnsinn. Und wir können ihm endlich mal Schaden zufügen. Wir haben noch nicht einen Estus-Flakon verbraucht. Doch jetzt. Bock! Fuck. Das war zu spät. Scheiße, das wird nichts. Dafür ist dann meine Ausdauer-Regeneration zu niedrig mit dem Schild. Aber wir kriegen ihn langsam. Langsam aber sicher. Fuck. Ja, das Schild ist leider ein zweischneidiges Schwert. Aber das wäre ja auch sonst total überpowered. Verlässt ihn seine Scheißkraft jetzt endlich mal. Ich glaube, der kleine Artorias möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Fuck! Ich möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Bis zum nächsten Mal. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victor.